Hallo zusammen, hier ist wieder Hotel und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den MOP-Szenarien. Und da war ich fleißig, habe schon ein bisschen was gefarmt. Insgesamt wollen wir 30 Kisten öffnen. Und bevor wir anfangen, schauen wir uns einmal den Stand an. Ich war wieder zwischendurch von der letzten Folge bis zu der ein bisschen im Mega-Dungeon unterwegs. Heißt, da habe ich auch noch mal ein paar Items gekriegt. Und konnte hier ein bisschen das auffüllen. Was ich jetzt aktuell noch brauche, sind 77 Items. Und ja, das entspricht 79%. Und in den blauen Kisten brauche ich jetzt noch 66 Items. Das sind 70%, die ich schon habe. Und bei den epischen brauche ich nur noch 4. Und da habe ich schon 96%. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Vielleicht kriege ich ja das ein oder andere epische fertig. Und ja, dann machen wir die ersten Kisten mal auf. Warte mal, das können wir hier hochschieben. Also erste blaue Kiste ist schon mal eine Nullnummer. Die zweite ist ein Kopf drin, das habe ich natürlich auch schon. Und was haben wir hier Schönes drin? Eine Brust, die habe ich auch schon. Okay, schade. Als nächstes haben wir dann noch einen Magier. Und was haben wir da? Einen Kopf, den werde ich über die Quantum-Items schon geholt haben. Dann haben wir hier eine Nullnummer und einen Gürtel, aber den habe ich auch schon. Schade. Dann haben wir noch einen DK. Und was haben wir denn hier? Eine Hände werde ich auch schon haben. Da ist nichts Tolles drin. Und in der epischen Handgelenke, die ich anscheinend auch schon habe. Naja, jetzt merkt man, dass ich die meisten Jahren schon habe, ne? Gehe ich leider leer aus. So, dann haben wir noch einen Hunter. Okay, das geht schon mal nicht gut los. Schuhe könnte was sein. Na endlich. Und was haben wir da noch drin? Hände. Gut, die brauche ich nicht. Aber zumindest schon mal ein Item. Als nächstes haben wir noch einen Stoffträger. Hier den Priester. Was haben wir da? Handgelenke? Nee, die hatte ich schon. Dann ist da einmal nichts drin. Und in der letzten Kiste Schultern. Die hatte ich natürlich auch schon. Dann haben wir hier noch einen Worry mit ein bisschen Plattengier. Schuhe. Schade. Hatte ich schon. Was haben wir denn? Gürtel, der könnte was sein. Komm, den nehmen wir als letztes raus. Und? Nee, haben wir auch schon. Und die Plattenhände haben wir leider auch schon. So, da, dann haben wir noch mal einen Hunter. Gucken wir mal rein. Das sieht schon mal nicht gut aus. Brust werde ich auch schon haben. Ja, das habe ich aus den Quantum-Items. Und was haben wir hier noch Schickes drin? Ein Handgelenk, aber die habe ich leider auch schon. Dann haben wir jetzt noch einen Worry am Start. Hier müssen wir erstmal noch die Quest kurz abgeben. So, dann schauen wir mal. Einmal Handgelenke. Schade, die hatte ich schon. Nee, die hatte ich doch noch nicht. Perfekt. Dann haben wir einmal nix und einen Kopf. Naja, zumindest schon mal die Handgelenke. Das ist doch schon mal was. Und dann haben wir noch einen Priester. Da geben wir auch kurz die Quest noch ab. Okay, da ist schon mal nichts drin. Hände. Die werde ich schon haben, bin ich mir relativ sicher. Ja, da kommt kein Sound. Und was haben wir hier Schickes? Die Handgelenke, die habe ich aber auch schon. So, dann haben wir noch den letzten Char. Hier nochmal einen Hunter. Dann gucken wir gleich mal rein, ob wir noch was rausziehen. Also, das ist ein Ketten-Item. Das haben wir nicht gebraucht. Die Schuhe leider auch nicht. Und was haben wir hier noch? Nochmal Schuhe, die ich auch schon hatte. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Endstand an. Das waren jetzt, glaube ich, zwei Items, die ich gekriegt habe. Beide bei den blauen Schatzkisten. Und ja, da sind es jetzt noch 64 Items. Dann sind wir jetzt auf 71 hoch. Hier, das ist gleich geblieben. Brauche ich noch 4, sind wir bei 96. Und jetzt insgesamt brauche ich noch 68 und wir sind bei 79%. Juti, das war's mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.